Hallo liebe 96-Fans, endlich ist es wieder soweit. Wir haben ein Interview für euch vorbereitet und ich freue mich ganz besonders, dass unser Topscorer Marvin Duksch heute bei uns ist. Hallo Dukschi. Servus. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ich habe es gerade schon gesagt, du bist unser Topscorer mit 10 Treffern und 6 Torvorlagen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, es lief ja immer mal wieder gut in der Saison, aber dass jetzt der Knoten so endgültig geplatzt ist, siehst du das genauso? Ja, ich glaube, ich habe die Corona-Zeit nochmal genutzt, so für mich persönlich. Haben mir gedacht, vielleicht ist es nochmal so ein kleiner Restart für jeden Einzelnen. Und so bin ich auch in die Vorbereitungen reingegangen, die wir hatten. Und ich habe sehr viel an mir gearbeitet, sehr hart, sehr intensiv. Und ich hoffe, dass sich das jetzt nochmal die letzten Spiele ausgezahlt hat und auszahlen wird. Ja, tatsächlich hat man bei dir das Gefühl, so durch die Corona-bedingte Pause ist da irgendwie nochmal was passiert. Wie hast du die Zeit ohne Fußball denn genutzt? Ich konnte mir sehr viel Gedanken machen, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist bei mir, was ich hätte verbessern können und müssen. Daran habe ich gearbeitet und ich glaube, dass ich da auf einem sehr guten Weg bin. Hast du vielleicht auch irgendwelche neuen Hobbys oder irgendwas für dich entdeckt? Wie hast du so den ganzen Tag verbracht? Ihr wart ja auch 2 Wochen in häuslicher Quarantäne. Nee, Hobbys habe ich nicht entdeckt. Ich habe welche wiedergefunden mit ein bisschen mehr PlayStation spielen. Da hatten wir ein bisschen mehr Zeit gehabt, so konnte ich mich noch ein bisschen mehr abschalten und sowas für mich tun. Und, aber sonst, mit den Jungs vorher bin ich mal angeln gegangen, habe ich ein neues Hobby entdeckt und sonst habe ich eigentlich, wie gesagt, nur sehr viel an mir gearbeitet, mir Gedanken machen können, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, was ich verbessern könnte und daran habe ich einfach nur gearbeitet. Das Angelthema scheint tatsächlich in der Mannschaft relativ groß geschrieben zu werden. Ich glaube, Martin Hansen und Eddie, Krip, ne? Genau, mit denen bin ich dann auch angeln gegangen. Ja, witzig. Ja, sehr schön. Ja. Dann ging es wieder los, Mitte Mai, beziehungsweise wir sind dann Ende Mai eingestiegen, ohne Zuschauer. Wie ist das Gefühl, aktuell immer in leere Stadien einzulaufen? Es ist, oder es wird immer wieder ein komisches Gefühl bleiben, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz bin ich ein Fußballer, der auf dem Bolzplatz groß geworden ist. Ich kenne es nicht anders. Natürlich ist es immer schade, da fehlt halt immer was. Also, Zuschauer gehören zum Fußball definitiv dazu, aber für mich ist es halt nicht so schlimm vielleicht wie für die anderen. Meinst du trotzdem, dass es irgendeinen Einfluss auch direkt aufs Spiel nimmt? Ja, definitiv, glaube ich. Das schon. Zuschauer sind immer noch mal da, um ein Spiel auch zu drehen oder eine Führung nach vorne weiterhin zu verteidigen. Da fehlt immer irgendetwas und deswegen sage ich ja, dass es also Zuschauer gehören zum Fußball definitiv dazu. Was aktuell tatsächlich gar kein Thema mehr ist, ist deine Körpersprache. Hast du da auch weiter an dir gearbeitet? Das scheint ja irgendwie weg zu sein. Ja, das war halt auch so ein Thema, wo ich mir halt sehr viele Gedanken gemacht habe. Da haben wir ja vorher schon mal drüber gesprochen, dass ich so eigentlich gar nicht mitbekommen habe selber, aber dass ich das dann aus den Medien und so überall mitbekommen habe. Klar, dann denkt man auch drüber nach und daran habe ich gearbeitet und ich glaube, dass ich da auf einem sehr guten Weg bin. Die Direktabnahme ist tatsächlich eine deiner größten Qualitäten. Wie ist denn das? Hast du das zu Beginn deiner Karriere speziell trainiert oder hast du einfach irgendwann gemerkt, dass du dieses spezielle Timing einfach hast? Ich glaube, oder mir wird halt immer gesagt, dass ich so ein Instinktfußballer bin, dass ich oft da bin, wo man gar nicht mit rechnet, dass man da steht. Vielleicht ist das so eine Stärke von mir. Aber dazu muss man dann auch sagen, dass die Bälle auch gut dahin kommen, wo ich dann auch immer stehe. Und ich bin gerade so in der Phase, was vielleicht am Anfang der Saison leider noch nicht so der Fall war, dass ich aus Chancen dann auch Tore mache, was wahrscheinlich oder was am Anfang der Saison nicht so leider der Fall war. Deswegen freut es mich gerade umso mehr, dass ich der Mannschaft damit auch helfen kann. Hast du denn eventuell noch einen Tipp für Nachwuchsstürmer? Ein Tipp? Ah nee, arbeitet einfach immer an eure Schwächen, aber arbeitet auch dran, was ihr gut macht, weil das muss ja auch weiterhin vorhanden bleiben und Fleiß wird irgendwann immer belohnt. Aktuell belegen wir den 3. Platz der Rückrundentabelle hinter Arminia Bielefeld und hinter Darmstadt 98. Was würdest du sagen, was macht uns aktuell so stark? Ja, ich glaube, dass wir einfach jetzt unseren Fußball, den wir uns ganze Zeit schon vorgenommen haben, auch durchziehen können.
Wir haben sehr intensiv auch an unserer Fitness gearbeitet, was wahrscheinlich auch in der Hinrunde immer wieder ein Thema war bei uns, dass wir hinten raus keine Körner mehr hatten. Ich glaube, daran haben wir alle sehr, sehr gut gearbeitet, sind auf einem sehr guten Weg, arbeiten weiterhin sehr, sehr intensiv daran. Und ich glaube einfach, dass man gesehen hat, dass wir mit jedem Gegner mindestens mithalten können, wenn nicht sogar spielerisch auch besser sind. Und ich glaube, dass wir das einfach auch umsetzen jetzt. Und nicht nur auf Papier stehen haben, sondern dass wir das auf den Platz bringen. Der SV Darmstadt auf dem 2. Platz der Rückrundentabelle. Am Sonntag sind wir zu Gast bei den Lilien. Was erwartet uns da für eine Partie? Ja, ich glaube, so eine wie jetzt auch wieder ohne Zuschauer ist wieder alles möglich. Ich glaube, die sind auch sehr gut da aus der Corona-Pause gekommen. Die belohnen sich auch für ihre Leistung, aber ich glaube nichtsdestotrotz, dass wir uns da von nichts verstecken müssen. Einfach unseren Stiefel, den wir jetzt in den letzten Wochen gefahren haben, weiterhin fahren. Und dann glaube ich auch, dass wir mit 3 Punkten da wieder nach Hause kommen. Das klingt gut. Insgesamt sind es noch genau 4 Spiele. Nach Darmstadt empfangen wir den FC St. Pauli, sind zu Gast in Aue und zum Abschluss kommt noch der VfL Bochum. Aktuell sind wir 6. Was glaubst du, was ist noch drin für uns? Wir gehen jede Partie an, als im Finale, als würde es noch um was gehen, und so werden wir auch jedes Spiel angehen. Wir wollen das Bestmögliche rausholen. Wenn es 12 Punkte wären, wären es 12 Punkte. Das ist natürlich unser Anspruch, den wir haben an uns selber auch, und darauf werden wir arbeiten. Danke, Duxi. Das war schon. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Und euch, lieben 96-Fans, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald wieder auf 96 TV.